So, wir wollten Seile basteln für die Fallen. Obwohl wir eigentlich schon ein paar hatten. Wir haben nur gar kein Gras mehr. Nicht Magie. Wo waren die doofen Fallen jetzt nochmal? Da, Zahnfalle. Zwei Stück könnten wir jetzt bauen. Dann bauen wir doch mal. Eins. Tun wir die mal da so hin. Die sehen ja bösartig aus. Okay. Gleich noch eine davon. Und die tun wir gleich daneben. Dass wenn wir angegriffen werden, wir sie einfach hier durchziehen können. So, dann brauchen wir noch jede Menge Gras, um noch mehr davon zu bauen. Und dann müssen wir eigentlich schon wieder darauf lauern, dass wir wieder von Wölfen angegriffen werden. Die sind jetzt ja schon quasi unsere Freunde geworden durch die Zahnfallen. Also, je nachdem, wie lange die Fallen halten. Oh, ich muss auch gleich mal ausprobieren, ob man die einfach so wieder ausbuddeln kann, ohne dass die kaputt gehen. Das wäre natürlich auch sehr praktisch. Dann könnten wir die mit zu den Spinnen nehmen, da die Spinnen damit umbringen, danach die wieder ausgraben, in unser Lager bringen und da als Verteidigungsmaßnahme benutzen. Und die Schweine sind noch nicht da. Ja, das ist schon ganz gut so eigentlich. Weil es wäre ein wenig überpowered, wenn man jeden Tag seine Schweine hier abfarmen könnte. Und so wird das ja ein bisschen anspruchsvoller, das passt schon. Also wir haben inzwischen genug Gas. Dann machen wir doch mal 1, 2, 3. Seile lieber auf den Boden schmeißen. Was essen wir denn mal? Wir essen mal den Braten, der uns fast vollkommen satt macht. Sehr schön. Oh, ein Schweinchen. Hallo, Schweinchen. Bleib mal kurz stehen. Ach, Mist. Wie war die Taktik? Wir schmeißen irgendwas zu essen hin und die kommen dann an. Genau, so, du, da mal hin. Yummy. Genau das bist du. Zack, zack, zack. Und so macht man aus 1, 2. Hier war doch eben gerade noch einer. Wo bist du hin? Ah, da bist du. Genau, lauf nach Hause. Und schon haben wir 3 Stück, sehr schön. Denn wir brauchen noch Fleisch für die Fleischstatue. Da haben wir momentan ja keine aktuelle. Wenn wir jetzt sterben würden, würden wir da auftauchen. Und das wäre nicht so schön, den ganzen Trip hierher nochmal machen zu müssen. Ja. Oh, worauf wir auch gleich achten sollte, ist das Bison. Wir hatten noch eins. Was zur Hölle machen die Kaninchen da? Das sah so aus, wenn sie unseren Rucksack anknabbern wollen würden. Haut ab, ihr doofen Dinger. So, genau, die wollten wir braten. Mit dem restlichen Feuer. Das Feuer können wir aber ein bisschen anschmeißen. So. Und die restlichen Fallen bauen. Die Fallen waren hier. So. Sind auch nicht stapelbar. Na gut, das hätte man sich fast denken können. Aber geht es mit der Schaufel wieder auszugraben? Oh, es geht sogar anscheinend ohne Schaufel. Sehr cool. Dann gehen wir noch mal ganz kurz zu den Spinnen. Hier links waren die. Und stellen die hier ran. Denn wir brauchen immer noch tierisch viel Spinnenseide. Für alle möglichen Sachen. So. Die mache ich auch ein bisschen weiter hier hinten. Das heißt, wenn gleich diese fiesen neuen Spinnen da rauskommen. Wir brauchen noch einen Speer. Also wenn die fiesen neuen Spinnen rauskommen, dann sind die ja schneller als die anderen und dürfen dann zuerst in die Fallen tapsen. Uns fehlt ein Flint. Ja, ich habe auch so einen halben Blick auf die Uhrzeit. Das sieht nicht ganz so gut aus. Aber wenigstens einer möchte ich das testen. Oh, und wir haben noch jede Menge Speere hier liegen. Sehr schön. Dann lassen wir das Seil doch mal hier. Und den Rasierer können wir auch hier lassen. Die Bretter auch. Bisonhaare auch. So, schon besser. Also, wir haben zwar immer noch keinen Baseballhelm, dafür fehlt uns das Pigskin, aber das müsste so auch einigermaßen hinhauen. Das heißt, wir hauen da jetzt einmal gegen und laufen weg. So, die Gelben müssten schon vorkommen. Genau. In die Falle, in die Falle, in die Falle. Ha. Ich wollte gerade sagen, die Fallen kann man nur einmal auslösen, aber... Komm, 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 komm. Ne, die zählen wohl mehrfach, die Fallen. Und die nehmen anscheinend gar keinen Schaden. Wow.
Also das wird garantiert noch gepatcht. Das ist sonst richtig überpowered. Aber gut, will ich mich drüber aufregen. Aber nee, sollten wir nicht mitten in der Nacht machen. Also, Jungs. Na gut, lassen wir den einfach da rumtouren. Mit etwas Glück sind morgen da ein paar Spinnenseide auf dem Boden, weil die sich umgebracht haben. Und wir gehen zurück zu unserem Mini-Feuer. Kohle hatten wir keine mehr, ne? Hier war die Biotonne. Nö, keine Kohle. Nee, nicht so gut. Absolut nicht so gut, zumal wir auch kein Holz haben. Und das ist der falsche Rucksack. Nee. Wollen wir jetzt noch schnell Holz hacken in den letzten 3 Sekunden? Das wird nicht gut enden. Aber... Nö, kein End. Sehr schön. Wir hätten gerne... Es wird dunkel. Ein Holz konnten wir retten. Super. Setzen wir noch mal ganz kurz die Mütze auf. So. Dafür haben wir die ja schließlich. Du. Und die sollten wir eigentlich auch demnächst mal wieder aufsammeln. Gut, Mütze wieder weg. Dahin. So. Was machen wir jetzt mit dem Hasen? Also es wurde mir gesagt in den Kommentaren, dass man die Hasen doch wohl irgendwie verkochen kann. Aber das hatten wir schon probiert. Das ging nicht. Außer die Person meinte, man könnte ihn auf den Boden legen und dann jagen. Aber er hat denn ja kein Loch, wo er hinlaufen will. Den können wir ihn also nicht wirklich gut fangen. Dafür bräuchten wir schon dieses Blasrohr mit den Schlafpfeilen. Aber das verbraucht ja auch recht viele Ressourcen. Also nee, bin ich noch am Hadern. Nee, das sammeln wir mal ein, das sammeln wir ein. So, wir haben nur noch 56 Forschungspunkte. Das ist echt nicht viel. Monsterfleisch? Oh, das bringt 8 Punkte. Aber eigentlich sollten wir mal wieder was essen. Und das wurde ja gebufft, wenn ich mich nicht erinnere. Also wir sind jetzt bei 92 Lebenspunkten. 59. Ne, jetzt zieht immer noch recht viel ab. Aber dafür macht es einigermaßen satt. So, Dünger kann hier oben noch mit rein. Ne, kann da noch mit rein. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Einzige, was für eine Fleischstatue fehlt, Wilsons Bart. Also nur Zeit. Ein Seil haben wir, eine Seide haben wir, nur das ist echt... Nee. Aber gut, jetzt haben wir diese Zahnfallen, die anscheinend nicht kaputt gehen. Das heißt, wir können davon ewig viele um unser Lager rum aufbauen und sind irgendwann auch wieder total sicher. Aber ja, die helfen uns auf jeden Fall, die ganzen Spinnen umzubringen und das ist das Wichtigste. So, neuer Tag, neue Spinnen jagen. Tentakel in die Hand. Oh. Was ist denn mit euch? Spinnenseide. Monsterfleisch. Jetzt kann man die Spinnen doch wieder einfangen mit den Teilen. Das ist doch... Also ja, es ist schön, dass es wieder geht, weil es irre praktisch ist. Aber erstmal rauspatchen, dann wieder reinpatchen, zwischendurch Vogel fangen mit den Dingern und... schon ein wenig konfus. Aber na gut. Also haben wir jetzt diese kleinen Umkippfallen, die da für die normalen Spinnen und die gelben Spinnen, die so ein bisschen garstiger sind, die werden dann halt vor den anderen Fallen umgebracht. Jut. Haben wir noch genug Stöckchen? Ja, ein paar. Das müsste erstmal reichen. So, du stirbst jetzt mal. Oh, oh. Speer. So, jede Menge Fleisch, sehr schön. Aber ich habe nicht wirklich Lust, jetzt 1-2 Tage lang Kaninchen zu jagen, um an ordentliches Fleisch ranzukommen. Da war das schon ein wenig schneller. Da ist noch mehr Fleisch, richtig? Ja, richtig, sehr schön. Also, wir wollen jetzt die Dinger bauen. Und gleich hier neben aufstellen und das war's schon. Ich hätte schwören können, die wäre mal günstiger gewesen. Aber na gut. So, du kommst auch dahin. Und dann hauen wir noch einmal gegen. So, einmal hier durch bitte. Oh. Oh. Komm schon. Lauf in die doofen Fallen rein.
Also. So. Oh, die Teile gehen doch kaputt. Na gut, wieder was dazugelernt. Also sind die Dinger jetzt wohl doch das Mittel der Wahl, um Spinnen zu jagen und nicht die da? Die hier hätte ich dann doch wohl eher als Verteidigung für das Basislager nehmen sollen. Aber na gut, jetzt haben wir erstmal zu viel Hunger, zu wenig Lebenspunkte. Das sollten wir jetzt erstmal abbrechen. Und zurück zum Lager laufen. Und bevor es dunkel wird, auf jeden Fall nochmal Holz hacken gehen. So, Stickies müssen wir auch gleich wieder sammeln. Da haben wir unsere kleine Farm unten, das passt schon. Genau, diese Mini-Farm da. Aber 5 Stück haben wir nicht haben. So. Monsterfleisch können wir mal verkochen. 1, 2, 3 und einen davon. Kochen. Ja, du bist hungrig. Dann ist erstmal eins davon. Und Holzhacken. Ganz viel Holz. Die gehen gerade alle kaputt. Mir wurde ebenfalls gesagt, dass die Ents nicht unbedingt immer nur nachts kommen. Und dass man einfach nur Glück haben muss. Aber ob das jetzt davon abhängt, wie viele andere Bäume in der Nähe sind oder nicht, das weiß ich nicht. Ja. Sonst hätten wir vielleicht nicht so eine große Farm hier bauen sollen. Sondern eher so kleine 3-4er Gruppen auf der Karte verteilt. Aber na gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Außerdem müssten wir genug Tanzapfen dabei haben, um die auch zu beruhigen. Ich dachte schon, der steht gerade auf. So. Einmal Karte drehen, bitte. Dankeschön. So, zack, zack, zack. War da nicht noch einer? Nö. Aber es dauert mir echt zu lange mit dem normalen Holzhacken. Wir müssen unbedingt demnächst wieder unsere Kohlefarm erneuern. So, ist das jetzt so rum richtig? Nee, sieht falsch aus. So sieht's richtig aus. Also Kohlefarm, die war hier unten eigentlich. Aber da ist jetzt der Schweinehaus im Weg. Das heißt, wir setzen uns einfach mal hier so irgendwo hin. Es reicht, wenn wir einfach hier 8 Bäume hinstellen. Die müssen nicht mal groß gewachsen sein. So. Eine Fackel bitte. Zack. So. Und Gras anzünden. Oh, 2 Spinnenseide für Lau. Warum auch immer die da rumliegen. Es wird spät, ich muss ein Feuer machen. So, und auch die kleinen Bäume geben eine Kohle, sehr schön. Nur geben die leider kaum Tanzapfen. Also ich glaube, ganz selten mal bringen die auch Tanzapfen. Genau, das war jetzt gerade einer. Ja, Spinne, wir gehen ja schon. Also müssen wir da vorsichtig sein, dass wir nicht alle Tanzapfen so verfeuern, sondern auch immer wieder da oben normal Bäume hacken. Also, 1, 2, 3, 4 und eine Kohle nebenschmeißen, haben wir schon mal ein wenig auf Vorrat. Das kann da rein und das ganze Fleisch kann erstmal verkocht werden. So. Du, damit hin. Diese roten Vögel lassen keine Samen da, oder? Nö, anscheinend nicht. Und unsere Farm dümpelt vor sich hin. Wir sollten irgendwann echt diese super Turbo-Farmen erforschen. Aber dazu müssten wir erstmal wieder an Forschungspunkte rankommen. Und ich habe nicht so wirklich Lust, jetzt 3, 4, 5 Tage lang Gas zu sammeln, um das zu verfeuern. Müssen wir mal gucken. Bei unserem nächsten Trip, entweder in den Sumpf oder in die Steininsel, können wir ein paar Sachen mitnehmen, die Forschungspunkte bringen. Also Eier oder... Was gab es hier eigentlich? Die Tentakel. Ich weiß gar nicht, ob die Tentakel-Sachen so viel bringen. Also die Tentakelfetzen und die Tentakelstachel an Forschungspunkten meine ich jetzt. Aber ich denke mal, es wird Verschwendung sein, wenn wir die Tentakelstacheln verforschen würden. Die sind ja doch recht nette Waffen. So, was
was wir jetzt noch heute Nacht machen können, ist ein wenig die Farm hochpushen. Denn wir haben jede Menge Dünger. Und wir brauchen nur ein, zwei Stück pro Pflanze. Das ist schon in Ordnung. So, was haben wir da? Mais. Mais, Karotte, Karotte. Nicht so die super Ausbeute. Nein, nicht er. Der gierige Wilson wieder. So, die Karotten, Quatsch, die Maiskolben waren, glaube ich, okay. Also das Popcorn, was bei rauskommt. 37, 57, ja. 20 Punkte ist nicht so viel. Und die gekochte Karotte geben, glaube ich, noch weniger. 76, 89. Boah, sollten wir wahrscheinlich echt alles immer nur als Ressource hierfür benutzen. Ein Meaty Stew, genau. Das ist schon gleich viel besser. Ich glaube, also wir konnten mal zwei Fleisch nehmen und das mit irgendwas anderem auffüllen und dann kam Meaty Stew bei raus. Also wenn wir jetzt weiter unsere Spinnen jagen gehen, müssten wir uns eigentlich ganz gut ernähren können. Und das macht mir irgendwie mehr Spaß, als den Kaninchen immer hin und her zu rennen. So, da noch neuen Samen rein und schon haben wir neuen Tag. Also ein kleiner Cut und wir sehen uns gleich wieder.